und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW 140. Weiter mit der spannenden Unterhaltung. Und natürlich auf dem Weg nach Shadrath, um den ersten Teil abzugeben. Und wir sind direkt verlaufen hier. Ein bisschen darunter. Genau, hier ist dieser Durchgang, da sind wir auch hergekommen. Ich habe Schichten, glaube ich, falsch geschrieben. Glaube ich. Naja. So. Och. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass die zwei gegeneinander kämpfen. Ich kenne das nur mit mit Löwen oder sowas. Oder Wölfen gibt es auch. Andere kämpfen. Ich bin immer verwundert, warum ich abgemountet werde. Aber damals war das so. Also zu PC. Das ist immer so, dass man abgemountet wird. Vielleicht kriegt man das dann auch hin, Instanzen zu gehen. Das war ja eigentlich unsere Intention, hier reinzugehen. Auch ein paar Instanzen zu sehen. Und wenn wir dann Instanz machen, machen wir da ein Special. Solange die Instanz dauert. Werde ich auch noch ein bisschen aufräumen auf der Festplatte, dass wir dann maximal, ich glaube, 4 oder 6 Stunden aufnehmen können. Ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt die Instanz wie Shuttle Labyrinth oder so oder wirklich 4 Stunden drin sein könnte. Je nachdem, was für Gruppe. Ist mir allerdings auch schon passiert. Oder damals in... Gerade gucken, ob's, ne? Rauszoomen. Festung der Stürme. Einer von denen hier. Ich glaube, Mishana war das. Nee. Doch, Mishana. 4 Stunden waren wir da drin. Der Witz daran war, wir sind dann nicht mal bis zum Endboss gekommen. Wir hörten dann auf, weil dann unser Tank wahrscheinlich keine Lust mehr hatte, angeblich an die C. Ein bisschen froh war ich, aber ein bisschen traurig war es auch. Wir haben, ich glaube, den ersten Boss oder so geschafft und dann sind wir danach nur noch an den am Trash gestorben. Ist schon traurig, aber gut. Ich meine, das war eine lustige Erfahrung. Man hatte viel Spaß und es ist momentan Halloween hier. So, wir sind Level 65. Dann können wir oben auch den Handschuh abgeben. Sehr schön, sehr schön. Teuflische Waffe haben wir. Haben direkt 300 Erfahrung. 350 Ruf. Und 75 für die Shatari. So, dann können wir ihn einmal verkaufen und neues trinken und eventuell neue Pfeile kaufen. So, lass mich überlegen. Ich glaube, da hinten war der Typ für die Pfeile. Dem Staub hier, ich glaube, 1 oder 2 Staub oder 4 Staub, bin mir gerade nicht sicher, kosten die Schulterverzauberung, die man dann nachher kaufen kann. Sehr coole Sache. Sehr coole Sache. Aber gut. Nee, das ist falsch. Speise und Trank. Da. Das verkaufen. Wo ist es denn? Ach, da. Hat gerade was gedauert, bis ich es gesehen habe. So. Mhm.
doch verkauft. Ist wieder her. Oh, das brauche ich. Hätte ich beinahe unser Rufzeug verkauft. Aber ich habe es ja wieder zurückgeholt. Genau. Makellos. Das ist ganz wichtig. Also das makellos und schön. Es gibt nämlich auch normale. Die sind dann aber graue Items und nichts wert. Da muss man dann aufpassen. Ich glaube mittlerweile weiß ich es gar nicht. Ich weiß, teuflische Waffen, die man zum Beispiel in der Dampfkammer oder so bekommt, sind mittlerweile grau, die Items. Da kriegt man allerdings Ruf, wenn man in die Instanz selber geht. Es gibt ja im Moment diese Zeitreise-Dungeons. Jetzt auch ein paar von gemacht. Geht eigentlich. Man kommt recht schnell durch. Weil das meiste ist ja bekannt. Und da kriegt man dann auch Ruf. Für, oh, verdammte Tat. Für die verschiedenen Fraktionen. Und dann gibt es dann so Male. Oder so Marken vielmehr. Die kann man dann eintauschen gegen alte Anti-Sachen. Nenn ich sie mal. Juwelenbedarf. Oder gegen Ruf. Hier sind alle Preise angemessen. So. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Upsala. Das auch nicht, das auch nicht. Flock. Ja, wenn man mal sucht. Oberanführer. Wird das schaffen? Ich bezweifle es. Ah, wir können das ja morgen dann probieren. Mit unserem Kumpel. Eigentlich will ich ja nur Dings holen hier. Ein paar Pfeile. Irgendwie will mir keiner Pfeile verkaufen. Das finde ich gerade sehr traurig hier. Und ich gucke jetzt mal unten. Können wir aber in einem mal auf die Bank gehen. Schon mal ein paar Sachen lassen. Wie zum Beispiel den Staub. Die Erde. Das schon lernen. Das kann man nicht lernen. Das haben wir noch Tolles rausschmeißen können. Das. Obwohl kann ich erstmal drauf. Obwohl kann ich erstmal lassen. Wenn wir noch mehr gesammelt haben, können wir das wieder in unseren Bankschar schicken. Was kann man hier. Ich überlege gerade, was man Tolles machen kann. Und zwar gibt es die Quest, wenn ihr. Wenn ihr Seher seid, solltet ihr die, Aldor seid, solltet ihr die Quest auf jeden Fall nicht machen, weil die Quest ändert den Ruf. Seher. Oder soll ich gerade Blödsinn? Doch, die Seher. Da kann man den Ruf ändern nachher. Weiß, wenn man den Ruf ändert, kriegt man Erfolg beim aktuellen, aber muss dann beides auf ehrfürchtig gehabt haben. Verlassen, Roschen und Krypta. Gut, ich glaube, Fisch ist da nicht, ne? Ist da Fisch? Mal gucken. Fleisch. Nur Fleisch. Wir brauchen Fleisch.
Oben ist nichts, müssen hinten bei dem Ledertypen, meine ich, konnten wir Pfeile kaufen. Die kocht der Heli. Schon ein paar Mal gemacht. Man dann schau. Nur wirklich tolle Sachen kann ich noch nicht kochen, sonst hätte ich mir schon was Leckeres geschickt, aber noch ist es sehr unnutzbar für mich. Was sind wir da? Ingenieurskunst. Hier sind die Dailies für Hero und Non-Hero. Wenn man manchmal Glück hat, hat man alles in einem. Hier ist eine Arena-Quest. Ich weiß gar nicht, ob es die damals wirklich gab. Und hier die Püppchen gab es auch nicht, das weiß ich. So, Lederverarbeitung, das ist die Weste, die wir haben möchten, oder? Ne, das ist die. Ne. Das ist die. Das ist 3,35. Unfair. Knotenhaut 3,25, müssen wir gerade gucken, wie weit wir überhaupt sind. Schaden hat vergessen. 3,21. Gut, gut, gut. Das war, glaube ich, Quest für Zulaman. Das weiß ich nicht mehr. Regenzien. Zauberbedarf auch nicht. Doch, das Viertel. Das können wir uns kaufen, wenn wir 70 sind. Allerdings hat es weniger Distanzkraft. Fleisch. Das ist das auch, was wir eigentlich nachher nur noch benutzen. Weil viel anderes Fleisch wird es nicht mehr geben, außer Buffood. Zum Levelbereich jetzt, ja. Kochsachen, Obstverkäufe. Ach, der Hund, der voll verrückt. Kirschenmeister. Tja. Bank. Oh gut, ne? Bank. Falsche Bank. Sea Bank gegenüber ist die Bank, die wir brauchen. Und ich habe immer noch keine Pfeile. Das ist ja. Hier, das gibt es zum Beispiel. Fliegendes Reittier. Das ist durch einen Mistelzweig, wenn man den hat oder bekommt, durch Küssen einer Gastwirtin oder nee, süßes Saures von einer Gastwirtin, dann kann man Glück haben, so ein Mistelzweig bekommen. Nachher bekommt man den so oft und dann kann man sein Reittier in ein Rentier verwandeln. Mit dem Rentier, wenn das fliegen kann, kann man auch fliegen. Ansonsten ist es ein ganz normales Bodenreittier. Und sobald man wieder aufmountet, ist es weg. Ist halt nur für den Moment, wo man reitet. Das Reittier als solches gibt es gar nicht, glaube ich.
Einmal mit Profis. Tja. Naja, ich reite mal zum Greifenmeister und dann fliegen wir wieder nach Nagrand. Und dann würde ich sagen, geht's da nachher weiter. Beziehungsweise in der nächsten Folge geht's dort weiter. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Folge 141. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Und lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns.